Es ist ein ziemlich typischer Montag heute. Ziemlich dünne Umsätze, nicht so wirklich große Bewegungen, was die Veränderung der Indizes betrifft. Aber heute ist etwas passiert, was denkwürdig ist aus meiner Sicht. Denn das erste Mal hat ein durch eine KI erzeugtes Bild zu massiven Bewegungen, wenn auch nur sehr kurz, an der Wall Street geführt. Und zwar zu Bewegungen, die die Marktkapitalisierung verändert haben von 500 Milliarden Dollar. Das innerhalb von, ich sag mal, drei Minuten, 500 Milliarden Dollar, das ist mehr als fast alle Länder auf dieser Welt an Bruttoinlandsprodukt haben, also das, was diese Länder erwirtschaften. Es gibt um und bei 30 Länder, die da hinkommen, respektive mehr als diese 30 Milliarden Dollar an 500 Milliarden Dollar an BIP haben. Und dagegen gibt es ungefähr 160, 170 Länder, die drunter sind auf dieser Welt. Aber das ist eben etwas Neues. Dieses Bild ist aufgetaucht über Twitter, hat dann sofort für Marktreaktionen gesorgt, denn man sah offenkundig, aber doch dann nicht wirklich, wie hier eine Explosion am Pentagon, also am heiligsten Verteidigungsbezirk der USA, sich zu ereignet haben schien. Und wir sehen, der S&P 500 Future oder der Mini-S&P ist dann mal eben um 30 Punkte innerhalb, ja, vielleicht von 2-3 Minuten gefallen, um dann schnell wieder nach oben zu laufen. Aber das war das erste Mal, dass ein KI-erzeugtes Bild eine solche Bewegung hervorgerufen hat. Viel später dann erst das Dementi auch des Pentagons. Nein, bei uns hat es keine Explosion gegeben. Aber wir sehen, da kommt eine neue Qualität jetzt sozusagen in die Märkte durch KI. Also da ist jetzt etwas entstanden, was vorher nicht so wirklich auf dem Zeiger war, dass dann eben in Windeseile über soziale Medien KI-erzeugte Bilder eine Wahrnehmung vermitteln, die vielleicht gar nicht der Fall ist. Und vielleicht haben wir im Tech-Bereich auch derzeit eine Wahrnehmung, die vielleicht ein bisschen nicht der Fall ist. Denn was ist denn, wenn KI vielleicht auch so manches Geschäftsmodell der großen Tech-Firmen in den USA zumindest in Frage stellt? Genau das ist die Frage, die Michael Aoi hier stellt. Und zwar, wenn wir uns mal anschauen, diese Megatech-Aktien im S&P 500 gegenüber den anderen, also den anderen 490, sehen wir, wie stark die sich abgesetzt haben von der Masse der Aktien, aber die wären, weil sie im Tech-Bereich eben sind, wahrscheinlich besonders betroffen. Es gibt natürlich nach wie vor dieses Hickhack um die Schuldenobergrenze. Jetzt will man sich um 16.30 Uhr Washington-Zeit, das ist dann 22.30 Uhr deutscher Zeit, will man sich treffen. McCarthy hatte schon im Vorbeigehen mal gesagt, es ist sehr hart, diese Leute, nämlich die Demokraten, von ihrer Ausgabelust irgendwie abzubringen, also von dieser Schuldenmacherei. Damit hat er schon wieder oder einmal mehr, das machen ja beide Parteien, dem anderen die Schuld zugewiesen. Das hat Biden auch schon mal prophylaktisch gemacht. Ich habe alles gemacht, um den US-Default zu vermeiden. Also habe ich meinen Teil erledigt. Das deutet darauf hin, dass die Geschichten vielleicht doch noch ein bisschen schwieriger werden. Wir sehen, dass dieses Geld von Janet Yellen wohl reichen könnte, so sagt Goldman Sachs, bis zum 8. oder 9. Juni. Aber da muss ja vorher noch ein Gesetzgebungsverfahren in Gang gesetzt werden. Das dauert. Und die gute Janet, die könnte, wie hier die Commerzbank schreibt, schon am 1. Juni wirklich ein Problem haben. Denn am 1. Juni werden mal 100 Milliarden Dollar fällig, vor allem für den Bereich Medicare, so ein Programm in den USA, Unterstützung der Bürger mit medizinischen Leistungen, oder da wird ein Teil dessen eben bezahlt. Jetzt hat die gute Janet Yellen Stand Freitag, und das könnte inzwischen auch wieder deutlich weniger geworden sein, nur noch 57 Milliarden Dollar. Jetzt kriegt man vielleicht 90 Milliarden durch Sondermaßnahmen nochmal irgendwie rausgepresst, aber die Zeit wird eng, denn wie gesagt, da muss noch ein Gesetzgebungsverfahren her, dass das Ganze dann wirklich umsetzt. Das passiert nicht ganz schnell, und das große Problem ist eben, dass mit dieser Schuldenobergrenze eben auch das Budget verbunden ist. Das heißt, für was wird Geld ausgegeben, für was wird eingespart, und da hat jeder natürlich seine Prioritäten, und da muss man ziemlich herbe Einschnitte auch von ideologischen Glaubensinhalten hinnehmen auf beiden Seiten, wenn diese ganze Geschichte durchgehen soll. Und solange das noch nicht wirklich auf den allerletzten Drücker passiert, kann ich mir nicht vorstellen, dass da zum Beispiel heute jetzt schon eine Einigung passiert. Aber das Entscheidende, sagt hier ein Twitter-Kommentator, ist,
Und dass dann, sobald die Schuldengrenze angehoben wird, und es ist ja nach wie vor wahrscheinlich, dass das irgendwie in den nächsten Tagen, wenn nicht Wochen passiert, dass dann 1,2 Billionen an neuen Schulden aufgenommen wird. Und das dürfte dann den Effekt haben, dass dieses Geld eben aus den Aktienmärkten oder aus anderen Märkten gesaugt wird, weil dann eben diese Schulden gekauft werden der Amerikaner. Und das zweite Thema, das für die Märkte ja ein Dauerbrenner ist, das ist die Fed. Wir haben heute Aussagen von James Bullard, der sagt, also ich denke, zwei Zinsanhebungen werden es noch sein, denn die Inflation ist noch nicht unter Kontrolle, vor allem nicht im Dienstleistungssektor. Vielleicht müssen wir sogar mehr machen. Wir sehen, wie dann sofort die Renditen etwa für die zweijährige US-Staatsanleihe reagiert haben, ist massiv nach oben geschossen. Die Renditen dann insgesamt deutlich nach oben geschossen. Die Märkte sehen jetzt wieder eine Chance von 33%, dass im Juli nochmal eine Zinsanhebung kommt. Dabei hatte die Wall Street, vor allem die Aktienmärkte, doch eingepreist, ja, da kommt jetzt die Zinswende eigentlich schon im Juli. Oder spätestens September werden die Zinsen sinken. Das sieht jetzt momentan zumindest nicht danach auch aus, zumal dann auch Kashkari von der Minneapolis Fed dann gesagt hat, okay, wir könnten jetzt im Juni eine Pause machen, aber wir würden dann wahrscheinlich weitermachen müssen. Die Zinsen könnten bis 6% steigen. Also ziemlich viel hawkischer Talk heute seitens der Fed. Und na klar, diese beiden sind schon auch am hawkischen Ende, also am Zinsfalkenende, könnte man sagen, der Mitglieder der Fed. Auch Ballard kann in diesem Jahr nicht abstimmen, aber hat durchaus Einfluss, weil er schon ein Veteran ist in der Fed. Kashkari kann abstimmen. Also wir sehen, die sind natürlich so ein bisschen auf der hawkischen Seite unterwegs, aber die Märkte beginnen langsam, vor allem die Fed Fund Futures, die die Zinserwartungen anpreisen, beginnen langsam so ein bisschen sich zu bewegen. Hier zeigt Liz Ann Saunders mal die Verschiebung des Zinspfads aus Sicht der Märkte vom 5.5., als damals die US-Arbeitsmarktdaten kamen, die ja besser waren, vor allem die Löhne deutlicher gestiegen und aktuell, also man rechnet jetzt, dass die Zinsen zwar Ende des Jahres sinken, aber eben noch nicht so schnell und noch nicht so früh, wie man das noch kürzlich geglaubt hat. Wo ist eigentlich das ganze Geld hingegangen? In die Aktienmärkte? Ja, viel in Tech, aber viel, viel mehr eben in diese Geldmarktfonds. Wir sehen seit Jahresbeginn 707 Milliarden Dollar. Es sind hier mal reingeflossen. Und 7 Billionen Dollar, wenn ich das hier richtig sehe. Und das ist natürlich schon ein Riesending, was da passiert ist. Also das ist praktisch natürlich auch der Abfluss von Liquidität aus den Märkten. Es macht sich nur noch nicht bemerkbar, weil auf der anderen Seite dann wieder starke Geld reingeflossen ist. Und wir sehen auf der anderen Seite, jetzt gibt es wieder Mergers, also wieder Zusammenschlüsse, Übernahmen könnte man sagen. Chevron kauft PDC, Mubadala kauft Fortress und Mizuho kauft Evercore. Also da ist wieder mal die Lust an der Übernahme und das natürlich zu Preisen, die jetzt nicht mehr so billig sind, vielleicht wie noch vor einem halben Jahr oder naja, 2022 insgesamt. Aber es ist bei den Menschen so, wenn etwas teuer ist, dann ist die Neigung, das kaufen zu wollen, größer, als wenn etwas so billig ist, dass alle denken, ja, warum ist das so billig? Billiger wird derzeit auch Kupfer, eigentlich ja das konjunktursensitive Metall schlechthin, das jetzt wieder weiter unter Druck ist und zeigt, wie es wahrscheinlich um die Weltwirtschaft wirklich steht. Aber die Analysten werden auch immer bullischer. Jetzt sagt Bank of America, wir heben unser Kursziel für den S&P 500 von 4.000 auf 4.300 Punkte an. Und da hat man dann ganz gute Gründe, ignoriert mal die Marktbewertungen und so weiter und so fort. Hier sagt ein Twitter-Kommentar wahrscheinlich zu Recht, wir sehen solche Aufstufungen fast immer an der oberen Kante des Marktes, also eher am Top als am Boden. Auch das zeigt, dass die Leute lieber kaufen, wenn es teuer ist, statt wenn es billig ist. Und angeblich gibt es ja so starke Short-Positionierungen. Das stimmt für den S&P Future, also für den E-Mini. Hier sehen wir, die ist wirklich groß. Aber was ist denn der Gesamtkontext? Hier sehen wir mal, dass das nur für den S&P 500 gilt. Hier sehen wir, dass andere Märkte, etwa der Nasdaq, keinesfalls netto short ist. Auch die Hedgefonds sind nicht netto short, sind also insgesamt auf fallende Kurse programmiert. Insgesamt sehen wir, dass der Nasdaq 100 jetzt, was das Kursgewinnverhältnis betrifft, das hat sich um 33% gesteigert, während die Gewinne der Unternehmen um 3% gefallen sind. Das heißt, die Aktien sind faktisch teurer geworden bei schlechterer Ertragslage. Und hier sehen wir nochmal die
Positionierung im Nasdaq 100 Future, die ist so hoch wie seit Anfang 2022 nicht mehr. Also zu dem Zeitpunkt, als die Fed klar machte, dann, Jungs, es ist vorbei mit der Nullzinsphase, wir meinen es wirklich ernst mit den Zinsanhebungen. Also Hedgefonds, alle sind im Prinzip eher long als short, auch wenn dann immer diese Grafik gezeigt wird, ja, die Short-Positionierung im S&P Future ist ja so groß und hier sehen wir, dass jetzt der marktgewichtete S&P 500 den Equal Weight S&P 500, also den Index, bei dem alle Aktien gleichgewichtet sind, so stark outperformt wie seit dem Jahr 1999 nicht mehr. Wir sehen eine Google mit dem höchsten RSI seit Januar 2020, also so stark überkauft wie seit 2020 nicht mehr, weil man mit Bard eine wahrscheinlich ziemlich schlechte KI entwickelt hat, die aber wenigstens auf aktuellem Niveau ist. Das heißt, die hat connected zum Internet, anders als ja ChatGPT. Und dann ist die Google-Aktie gestiegen, weil steht ja KI drauf, auch wenn die nicht so wahnsinnig viel taugt. Das zeigt so ein bisschen die Euphorie. Gleichzeitig sehen wir den VIX, also das Angstbarometer, wenn man so will. Da ist überhaupt nichts Negatives eingepreist, da muss alles gut gehen. Und natürlich wird es gut gehen, wie immer, wenn alle vertrauensselig sind. Hier sehen wir auch, wie die Dinge divergieren. Jetzt inzwischen der Nasdaq, der gestiegen ist, gleichzeitig steigen die Renditen, das heißt, der Tipp fällt, also praktisch länger laufende Anleihen. Wir sehen die 10-jährige US-Staatsanleihe jetzt etwa bei 3,72%, geht konstant nach oben. Das heißt, da habe ich ja immer mehr eine Alternative, wo ich Geld reinpacken kann, vergleichsweise risikolos. Abschließend, meine Damen und Herren, noch drei Empfehlungen. Der Goldpreis, war es das schon wieder mit der Goldkorrektur oder geht diese Korrektur nach unten weiter oder nimmt Gold jetzt einen Anlauf weiter nach oben? Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung. Apple steuert auf eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen Dollar zu. Nur einmal war die Aktie von Apple so teuer wie derzeit. Ein Unternehmen mit stagnierenden Umsätzen. Und dann einer dieser bösen Bären, die Sie nicht lesen sollten. Aktuelle Rallye im S&P 500, kein neuer Bullenmarkt. Sagt Mike Wilson, glauben Sie diesem Mann kein Wort. Drei Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.